Der perfekte Wintersport für die ganze Familie ist das Rodeln. Und ich zeige euch heute, wie ihr mit vollem Karacho sicher den Berg runterkommt. Hallo, ich bin die Christine. Grüß dich, Christine. Ich bin Andreas von der Radhütte. Und bei dir ist die Rodelbahn um die Ecke, die du seit 25 Jahren betreibst. Und ich glaube, du kannst mir sagen, wie gut mein Schlitten fürs Rodeln geeignet ist. Da hast du jetzt ja schon einen ganz tollen Schlitten, weil der hat keine Holzflöcke, sondern hat guten. Das ist zum Sitzen viel, viel angenehmer. Das wirst du merken jetzt beim Runterrodeln. Was noch sehr toll ist, ein Riemen, ein vernünftigen, dass der Rodel nicht abhauen kann. Beim Hochgehen, beim Hochziehen schon und beim Runterfahren setzt dein Riemen so ein. Wenn du runterfällst, dann bleibt die Rodel bei dir. Okay. Und was sehr wichtig ist, dass die Kufen nach hinten gezogen sind. Also bei der Kleidung habe ich mich ja schon ein bisschen informiert. Feste, wasserfeste Schuhe mit Profil habe ich mir angezogen. Skihose, Skijacke, Handschuhe, Mütze, Schal und sonst? Ja, das Wichtigste fehlt dir meiner Meinung nach. Das ist ein Helm. Ein Helm? Ein Helm schützt Leben, kostet keine Welt, aber hilft dir beim Schlittenfahren wirklich. Gut, dann kommt er noch auf den Kopf. Ja, genau. Es sind überall Bäume. Die Rodelbahnen gehen fast immer durch den Wald. Also ein Sturzhelm ist sicher von großer Hilfe. So, Christine. Dann lassen wir es losgehen. Jetzt zeige ich dir mal, wie man rodelt. Nimm bitte Platz. Genau, als erstes die Sitzposition. Ja, ganz genau. Das ist so, wie du am gemütlichsten sitzt. Da sitzt du jetzt hin. Füße? Füße so nebenher. Und wenn es ganz flach ist, darfst du sie auch links und rechts hochstellen. Passt perfekt. Lenken, Fuß links runter, geht er nach links. Fuß rechts runter, geht er nach rechts. Im Steilhang würde ich dir empfehlen, ganz nach hinten zu sitzen, soweit es geht. Okay. Die Füße flach am Boden stellen. Da vorne haltest du. Und wenn es dort schnell geht, ziehst du den Schlitten vorne hoch. Yeah. Und je höher du ziehst, je mehr bremst du. Bis ich hinten runterfalle. Du fällst nicht runter, weil es ja steil ist. Aber das ist jetzt nur im Steilhang. Wenn es flach ist, brauchst du es nicht. Wenn es flach ist, machst du es mit den Haken. Gut, dann setze ich mal die Theorie in die Praxis um. Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch, Kim Godowi, und danke. Viel Spaß. Auch schon ganz gut. Ich würde sagen, ab ins Tal. Das war eine feine Fahrt. Und alle Tipps zum Rodeln und die schönsten Rodelbahnen in Tirol, die findet ihr im Link unter dem Video. 40!